Anfang hatte ich das Gefühl, dass man so ein bisschen fremdelt mit dem Borussia Park. Und seit dem Spiel gegen den VfL Bochum, das Relegationsspiel, 60. Minute, seitdem habe ich persönlich das Gefühl, ist ein Ruck durch die gesamte Fanszene, durch ganz Mönchengladbach gegangen. Wir sind in der Liga geblieben und seitdem ist der Borussia Park angenommen und angekommen. Also das kann man schon sagen, dass diese Sportsbar schon ein richtiger Treffpunkt so um die Mittagszeit rum geworden ist. Die Fans haben es versucht, also auch in einem damaligen symbolischen Umzug, die Seele herüberzubringen. Aber eine Seele ist ja nur etwas Grundsätzliches, also das, die kann man nicht so hin und her schieben. Also meiner Meinung nach ist es tatsächlich auch, wenn am Anfang Skepsis dabei war, absolut gelungen, das Herz der Borussia zu verpflanzen oder zumindest zu klonen. Das, finde ich, machte so ein Stadion wie den Bökelberg aus, dass man da schon diesen Heimvorteil hatte, alleine durch diese Enge des Publikums dran. Da fühlt man sich dann als Auswärtsmannschaft nicht so wohl, wenn man da reinmarschiert ist und musste dann da bestehen. War für mich ein geiles Stadion, sehr steil, alle Seiten, in der Menge und in der Zahl der Zuschauer. Ja? Da war der Bökelberg hoffnungslos unterlegen. Sie benutzen den Namen Bökelberg so wie selbstverständlich. Den Bökelberg, den gab es früher nicht. Es gab nur ein Bökelstadion. Und dann hat ein Journalist von uns, ein sehr intelligenter Mann, in Anlehnung an den Biberer Berg und an den Betzenberg den Bökelberg erfunden. Das war schon ein ergreifender Moment, wo es abgerissen wurde. Kein Schwein wusste, wo Gladbach liegt. Ist so, die Landkarte war ohne Gladbach geschrieben. Das kam ja erst mal durch die Borussia, dass man wusste, wo liegt Mönchengladbach. Wusste ich vorher nicht, ehrlich jetzt. Es wurde zum Teil auch völlig falsch gedruckt, weil ursprünglich die Stadt ja auch mal Mönchengladbach hieß mit Ü. Und dann gab es einen Bindestrich dazwischen, der fiel dann also auch irgendwann wieder weg. Also selbst unser Aufstieg 1965, der ging relativ sang- und klanglos über die Bühne. Das ZDF war das erste Fernsehteam, das ein Team schickte, um ein paar Aufnahmen mit uns zu machen. Und dann hat natürlich die erste deutsche Meisterschaft in Deutschland für Aufsehen gesorgt. Und man hat also festgestellt, da gibt es einen Club am Niederrhein. Also mindestens seit 70, würde ich sagen, weiß man von uns, seit der ersten deutschen Meisterschaft. Viel ist natürlich in den 70ern, in den glorreichen 70ern begründet. Da war Borussia stilprägend, was den Fußball betraf. Da hat Borussia schon tollen Fußball gespielt, hatte mit Günter Netzer auch so eine Figur, zu der man als Fan aufschauen konnte. Überhaupt die gesamte Mannschaft war toll. Davon zehrt Borussia, glaube ich, immer noch, weil viele ältere Borussen-Fans das sozusagen vererbt haben an die Jüngeren. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass du Borussia-Fans nicht nur in ganz Deutschland, sondern in der gesamten Welt auch findest. Man konnte dieses Spielen dieser jungen, talentierten Spieler der damaligen Zeit nicht richtig beschreiben. Die rannten also rum wie Fohlen auf der Weide, so ungefähr. Das war auch das Schöne, wenn man in Urlaub gefahren ist, nach Italien zum Beispiel, und man hat erzählt, man käme aus Mönchengladbach, dann hieß es Borussia, Borussia, Borussia. Das war wunderbar. Die Jahre später, als es dann sportlich nicht so lief, dann war das leider ein bisschen anders. Wenn man dann von Borussia geredet hat im Ausland oder so, dann war es dann leider immer Dortmund. Wir mussten immer in den Bus steigen und dann, wo trainieren wir denn heute? Das wusste kein Schwein, nur der Busfahrer. Am Anfang sind wir mit PKWs gefahren und da wurden Rennen gefahren, das war Leichtsinn. Und dann auf einmal kam der Bus und dann alle in den Bus. Alles andere war zu gefährlich. Ja? Also wenn da jeder bei 20, 22 Profis und da sind 10 Autos unterwegs und ich bin eher da. Aber es waren junge Leute und die machten daraus ein Rennen. Ja? Es ging um eine Tasse Kaffee oder sonst so. Hört sich nicht gut an, war auch nicht gut, aber das wurde gemacht. Wir saßen also auch im Bus immer vorne nebeneinander, wir zwei, und tauschten uns dann aus über jedes Tagesthema. Also überhaupt nicht über Fußball, denn davon verstand ich ja nun wirklich nichts. Und was sollte ich einem Netzer über Fußball erzählen? Und Bertie Fuchs, der saß dann immer hinter uns zweien und machte dann solche Ohren, um zu hören, was wir denn da nun quatschten. Charlie, der war natürlich sehr speziell, er hat ja auch
so eine Rolle in dem Ganzen gespielt. Er hat sich da um viele Dinge gekümmert, hat selbst mit gekocht, hat geguckt, was wir auf den Tisch kriegen, hat sich um solche Dinge gekümmert, hat sich genauso um die Verletzungen gekümmert, um die gesundheitlichen Belange der Jungs. Also ich musste wirklich auch als Physiotherapeut oder Masseur damals um jedes Pflaster und um jede Rolle Leukoplast kämpfen. Das war eigentlich alles unnötig. Ne? Bis man dann auch endlich mal dann auf seiner Massagebank angelangte, da musste man schon ein bisschen was auf dem Puckel haben. Also auch nicht nur Training, so wie das jetzt heute ist. Damals, da musste man sich auch ein bisschen was erarbeiten, sodass man da auch seine Pflege bekam. Da waren dann erstmal die Etablierten dran. Ich kann mich jetzt irren, aber ich meine, er hätte mal eine Autogrammkarte gehabt. Da stand nicht Physiotherapeut drauf, sondern Psychotherapeut. Und ich denke, das sagt eigentlich alles aus. Wir waren ja damals alle Mitte 20, also junge, relativ junge Leute, und verkehrten also in der einzigen Diskothek in Mönchengladbach. Die hieß aber noch nicht Lovers-Lane. Und Günter Netzer erschien da eben auch und lehnte sich an den Pfeiler und ließ sich also betrachten und begucken. Und dann kam er also irgendwie auf die Idee, selber eine Diskothek aufzumachen. Und hat sich dann in Düsseldorf so ein bisschen mal umgesehen und hat dann eine Idee entwickelt. Und hat die dann umgesetzt, auch mit seiner Freundin, mit seiner damaligen Freundin zusammen. Und hat sich dann einen richtigen Barkeeper gesucht, den Pico. Und hat mit ihm dann dieses Lovers Lane betrieben. Das war für Gladbach natürlich ein etwas völlig Neues. Alles in Aluminium und Leichtmetall. War sehr dunkel, ist, ja, für dich zu sehen. Klein, nicht so nicht allzu groß. Man muss ja nicht wie heute eine Großraum-Disco sich vorstellen. Ja, erst einmal musste man ja den Türsteher überwinden. Ne? Am Anfang, als ja klar ist, ist eine Verpflichtung, wenn ein Kamerad da seine Disco oder ein Restaurant oder wie auch immer eröffnet, dann lässt man sich das sehen. Man muss ja nichts bezahlen. Ich gebe zu, ich hatte also oben eine Flasche Whisky für mich stehen. Die hatte mir der Jutta hingestellt und gesagt, wenn du Lust hast und einen Whisky trinken willst, für dich steht immer eine Flasche da oben. Da hatte jeder sein Fach, wer das halt mochte, sein Whisky trinken, Schlüssel und dann konntest du aufschließen. So Club-Atmosphäre, das war nett. Und vor allen Dingen war es auch so, man war sich wesentlich näher. Das ist ein Vorteil, wenn Männlein und Weiblein in der Diskothek waren. Wir vermehren uns ja nicht, indem wir Luft einatmen.